Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Vlog, den wir dieses Mal mit einem Haul beginnen. Ich fange jetzt einfach mal mit den Kauflandssachen an, dass ich die dann wegräumen kann. Und zwar, also heute ist Samstag, das heißt, wir haben uns heute wieder einige Angebote mitgenommen. Und zwar zweimal hier von Chia, die Tortilla-Chips sind im Angebot. Dann haben wir einmal Vollkorntusch mitgenommen. Kostenbeleg. Dann ging einmal mit hier so Chilis. Dann hat sich mein Mann hier, die war auch im Angebot, Red Bull verschiedene Sorten hier mitgenommen. Da nochmal. Dann gingen die einmal so Wiener Würstchen mit. Dann für morgen Mittag Schnitzel. Dann gab es, beziehungsweise war es sogar im Angebot und ich habe auch noch in der Kaufland-App Rabatt bekommen auf diese ungekühlte Sahne im Tetra-Pack. Dann ging für die Schnitzel auch Paniermehl mit. Und dazu gibt es dann einmal Pommes. Dann habe ich mir mal wieder mein Vollkorn-Knäckebrot mitgenommen. Das mache ich mir zurzeit immer, wenn ich zur Arbeit im Kindergarten gehe, mache ich mir das immer, als ich frühstück dann unterwegs im Bus. Da esse ich eigentlich nur einen Müsli-Riegel, weil ich morgens eh meistens nicht so viel esse. Und wenn die Kinder dann Mittag essen, dann mache ich mir hier so ein, oder nehme ich mir von zu Hause so ein belegtes Knäckebrot mit und esse das dann mittags. Dann noch hier einmal Aufschnittbrot. Oben rein. Dann war ein Angebot von Heinz das Tomatenketchup. Genauso wie die Kerrygold. Gut, da war auch im Angebot diese Streichzarte. Dann ging noch Bananen mit. Und hier einmal noch eine Gurke für Gurkensalat. Dann haben wir hier noch Nudeln, die ich mir mitgenommen habe. Die waren, glaube ich, auch im Angebot von Car Favorites. Dann war noch im Angebot diese kleinen Döschen Tomatenmark. Kann man auch mal stapeln. und dann ging noch mit einmal Kräuter und einmal Knoblauchbaguette zum Grillen oder so. Wir wollten heute Abend Würstchen machen. Genau, das war es vom Kaufland. Und dann waren wir vorher noch in Ludwigsburg dieses Mal ein bisschen bummeln, weil mein Mann da was abgeholt hat. Und ja, dann war ich noch in zwei, drei anderen Geschäften drin. Einmal war ich im Buchladen, einfach nur so durchgelaufen, weil wenn es einen Buchladen gibt, dann laufe ich da fast immer durch. Ich habe dann eigentlich für Raphael noch ein Buch mitgenommen. Und zwar so ein, von Bildermaus, Fahrradfahren macht Spaß. Das finde ich ganz cool, weil das ist hier so ein Mitlesebuch sozusagen. Also Raphael kann ja noch nicht richtig oder kann ja noch nicht lesen, er ist ja erst 4,5. Aber das sind hier praktisch dann so ein Bildchen mit der Bahn. Wenn man das vorliest, kann das Kind dann praktisch immer die einzelnen Bilder, kann dann die einzelnen Bilder praktisch sozusagen mitlesen. Genau, das einmal. Dann war ich noch beim New Yorker. Ach komm. Da habe ich mir zwei T-Shirts gekauft.
Einmal hier so ein ganz schlichtes in so einem Olivgrün, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, ein T-Shirt. Und dann noch hier so eins mit Aufdruck. So einem coolen Aufdruck, genau. Und genau, und dort gab es auch in Action. Da haben wir eigentlich nur zwei Bilderrahmen einmal mitgenommen. Hier einmal so einen weiß-silbernen und hier einmal einen silbernen. Und noch so ein Bügelbrett, praktisch ein ganz einfaches Bügelbrett, weil wir wollten oder halt ein neues kaufen. Und ich weiß auch nicht, was die Bügelbretter so teuer sind. Überall so, ich weiß was ich, wie viel Euro so ein scheiß Bügelbrett kostet. Und jetzt habe ich dort bei Action ganz einfaches für 20 Euro bekommen. Kann ich euch eigentlich ganz kurz noch zeigen. Genau, das ist das Bügelbrett von Action. Das habe ich jetzt gerade schon hier unten ins Bad, / Waschküche gestellt. Das hat ja auch so einen Bezug drauf, wobei mein Mann gemeint hat, weil wir ja ein Dampfbügeleisen haben, werden wir da wahrscheinlich nochmal einen anderen Bezug dafür dann kaufen müssen. So, da bin ich wieder und zwar jetzt hier oben in meinem Zimmer. Ich bin gerade dabei, Raphael seine Babykleidung, ist momentan ist hauptsächlich Babykleidung. Ich werde die anderen Sachen dann nach und nach auch jetzt aussortieren. Und zwar bekommt eine Verwandte von meinem Mann ein zweites Kind und das wird dieses Mal ein Junge. Und mein Mann hat gemeint, ey, wir haben so viel Zeugs und das nimmt alles so viel Platz weg, die ganzen Kisten und Kartons. Sortier doch mal aus, was du sagst. Gut, das können wir weggeben. Und dann können wir ihr das ja, geben für ihren Sohn. Genau, und da bin ich jetzt gerade dabei, alles auszusortieren. Ich zeige euch das einfach mal. Also so sieht das Ganze momentan aus. Hier die drei Kisten habe ich schon fertig. Das hier sind alles neugeborenen Sachen, Größe 50, 56. Dann sind hier noch lauter so Sachen drin, wie so Handschuhe. Da sind, glaube ich, auch ein paar Mützen, Halstücher. Dann habe ich hier auch tatsächlich noch ganz viele Schnuller, die Raphael nicht benutzt hat. Also er hat schon Schnuller benutzt, aber wir haben irgendwie so viele gehabt, die wir gar nicht alle benutzt haben. Die können sie dann auch haben. Dann sind hier noch Schlafsäcke mit dabei. Dann geht es hier weiter mit Größe. Das ist 56 alles hier. Haufen Strampler. Dann habe ich auch Hosen, natürlich Buddies, ganz viele, genau. Dann, was war das hier alles? Genau, das ist alles 62, 68. Das ist wirklich ein Riesenkarton. Das ist echt viel. Ganz viele Buddies hier alles. Dann hier Oberteile, T-Shirts, noch ein paar Strampler. Ja, wie gesagt, alles dieses 62, 68. Jetzt hier, das ist jetzt aussortiert. Ich habe das ja vorher hier schon in den Kartons drin gehabt. Das habe ich jetzt alles einzeln, jedes Teil einzeln rausgenommen. Habe sortiert, was will ich weggeben, was will ich behalten. Das hier ist jetzt alles zum Weggeben. Jetzt, ich glaube, Größe 80 ist das jetzt hier. Genau, das ist auch fertig. Das kommt jetzt da noch mit rein. Das ist nämlich noch alles Größe 74. Genau, das sind alles hier so Pullis, T-Shirt. Das sind alles Bodies. Hosen, das ist jetzt schon in 80, so Jacken und Wäschen. Ja, genau, mit hier die Kleider. Der ganze Stapel, das sind alles Sachen, die ich aussortieren musste, weil Flecken drauf sind, verfärbt, vergilbt. Ich glaube, hier in der Hose ist ein Loch drin. Ich glaube, ich habe auch irgendwo ein Body gehabt, wo irgendwo noch ein Loch drin war. Der komplette Stapel ist bis jetzt zusammengekommen. Wo man leider einfach nicht mehr verwenden kann oder wo ich nicht weitergeben kann, verwenden. Ich tue es in Altkleider Container und fertig. Und die, wo das dann da rausholen, die sollen dann entscheiden, was sie damit machen. Theoretisch kann man die Sachen ja alle anziehen. Aber ich will halt keine fleckigen oder verfärbten Sachen einfach weitergeben. Genau. Dann habe ich hier die zwei Kisten. Das sind Sachen, die ich behalten möchte. Das sind jetzt hier einmal die
kleinen Sachen. Das sind einfach Sachen wie zum Beispiel das hier. Das haben meine Eltern gekauft für ihn. Meine Mutter hatte mal eine Zeit lang ein Cabrio von Mercedes und wo sie das abgeholt haben, haben sie eben den Body da mitgebracht. Das sind dann so Sachen zum Beispiel. Oder hier irgendwo ist auch, ich weiß gar nicht, nee, hier ist das mit dabei, sein Anzug von der Taufe. Das sind so Sachen, die ich nicht weggeben will. Dann hier Sachen, die er einfach geschenkt bekommen hat von meinen Verwandten, wo mir einfach, ja, wo einfach für mich auch einen emotionalen Wert irgendwie haben. Dann hier, oder so Sachen, die einfach Erinnerungen, wo einfach Erinnerungen dran hängen, wie zum Beispiel der Weihnachtspulli und solche Sachen. Genau, das sind dann einfach so, ist dann so Zeugs, wo ich sage, nee, das möchte ich gerne behalten. Vielleicht werde ich doch mal irgendwann noch Tante und möchte es dann gern in meiner Familie intern weitergeben. Oder ich glaube, ich muss mal nochmal die anderen Schuhe durchgucken. Ich glaube, das waren seine ersten Schuhe, mit denen er laufen gelernt hat. Das sind einfach, ja, wie gesagt, so Sachen, die ich behalten möchte. Und ja, soweit bin ich jetzt aktuell. Ich dachte, ich gebe mir einfach so ein Zwischenupdate und nachher zeige ich euch dann, ja, wie es fertig ist und wie ich dann weitergemacht habe. So, ich bin jetzt komplett fertig. Ich habe jetzt alles aussortiert, was er jetzt hier die Kiste bis zuletzt in Größe 104 noch angehabt hat. Momentan ist er jetzt bei Größe 110. Das trägt er ja jetzt noch. Ja, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Die Baby-Säuglingskleidung hier, das Eck. Dann kam jetzt hier noch 74,80 dazu. Das hier ist alles Größe 86, komplett der Karton. Da sind Sachen in 92 drin. Das hier ist alles 98 der Karton. Irgendwie jede Menge Socken, ich weiß auch nicht. Dann ist das hier ist alles... Das ist alles auch 104, beziehungsweise teilweise diese Doppelgröße 98, 104. Und wie gesagt, das ist jetzt hier in 104 von zuletzt. Und das ist eigentlich alles übrig geblieben, was ich mir aufgehoben habe oder mir aussortiert habe. Von Größe 86 bis 104 ist das jetzt alles, was für mich übrig bleibt oder halt, was ich aufheben möchte. Genau, und das... geht theoretisch alles weg und es ist jetzt tatsächlich hier ein kompletter schwarzer Sack, fast 120 Liter voll geworden mit Sachen, die ich aussortieren musste. Wie gesagt, einfach weil fleckig, hier ein Haufen Jeanshosen, die komplette Löcher haben. Genau, das geht alles dann weg. Ja, war ein ganz schönes Unterfangen jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt nicht gezählt, wie lange, aber ich bin wirklich jetzt mehrere Stunden hier dran gehockt und habe aussortiert. Und ich habe mich ja am Anfang, wo mein Mann das vorgeschlagen hat, mit den Kleidern weggeben, so ein bisschen öfter gesträubt, weil ich Angst hatte, dass gerade bei den Babysachen so diese ganze Traumasache wieder hochkommt. Aber es war tatsächlich angenehm, die Sachen alle auszusortieren. Also ich hatte jetzt kein oder habe mich jetzt zu keiner Zeit irgendwie unwohl gefühlt oder es geht mir nicht schlecht oder sonst irgendwie was. Es war wirklich eigentlich angenehm. Und ich muss auch sagen, es war eher das Gegenteil der Fall. Also, dass ich in der Regel bei den ganzen Klamotten eher positive Erinnerungen hatte beim Aussortieren. Das fand ich eigentlich ganz gut, da bin ich froh drüber. Und ich wollte das jetzt auch erledigt haben in einem Rutsch, um dann noch tagelang dran rummachen. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass es jetzt erledigt ist. Und... genau, wie gesagt, die Sachen gehen dann alle an die Verwandte von meinem Mann. Und ich hoffe, dass sie sich daran freuen an den ganzen Kleidern, was ist wirklich eine Menge. Also wenn man das jetzt wirklich mal sieht, und das sind Klamotten jetzt von den letzten, er wird jetzt im Oktober 5, von den letzten 5 Jahren, das ist schon enorm, was da zusammenkommt. Das glaubt man gar nicht, wenn man dann so immer mal wieder so ein paar Kleider kauft und so. Und dann am Schluss sieht, wow, was für Massen an Klamotten da eigentlich zusammenkommen. Ja gut, die viele Sachen, gerade bei der im Babyalter und sowas, haben wir ja auch viel selber geschenkt, also gebraucht geschenkt bekommen. Von dem her, die Sachen haben wir dann auch gar nicht groß was Ausgemachtes wegzugeben oder auszusortieren. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, war es eigentlich ganz nett, da einfach mal komplett durchzugehen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist das auch erledigt.
Und ja, wie gesagt, jetzt von den letzten 5 Jahren, ich denke, dass ich dann in 5 Jahren vielleicht das gleiche Prozedere dann doch mal machen werde. Das passt dann eigentlich ganz gut, so alle 5 Jahre. Und dann mal gespannt, was bis dahin alles zusammenkommt. So, ja, mittlerweile ist auch schon Montagmorgen. Ja, aber ich wollte noch kurz was zu gestern Abend erzählen. Da waren wir auf dem Volksfest bei uns in der Nähe. Und ja, war ganz nett. Wir gehen da eigentlich fast jedes Jahr hin, weil das relativ nah bei uns ist, wo wir wohnen. Und wir da ganz einfach mit der S-Bahn dann hinfahren können. Ja, da sind wir halt ein bisschen durchgeschlendert. Wir hatten den besten Kumpel von meinem Mann dabei und meine beiden Schwestern hatten wir dabei. Ja, sind wir ein bisschen durchgeschlendert. Mein Mann ist ein Fahrgeschäft gefahren, der Raphael durfte ein bisschen Karussell fahren und so einen Flieger fahren. Genau, dann haben wir dort noch was gegessen. Ich glaube, meine Schwestern haben Hamburger gegessen. Ich habe Langosch gegessen, wobei der dort nicht so der Burner war. Und mein Mann und sein Kumpel haben, glaube ich, eine Wurst oder so irgendwie was gegessen. Genau, das war ich erst ganz in Ordnung. Wobei halt von den Preisen, also es fällt halt schon auf, dass es relativ teuer ist. Also allein, wenn man da nur als Kleinfamilie zu dritt hingeht, ist man schon ziemlich viel Geld los an einem Abend. Und dann stellt man sich da mal vor, man hat vielleicht 2 oder 3 Kinder, die alle irgendwas fahren und was essen wollen. Also es ist schon happig. Und auch, ne, es ist ja eigentlich ein Volksfest, das soll Spaß machen. Aber wenn man dann die Preise sieht und dann denkt, oh, eigentlich würde ich das jetzt gerne noch kaufen oder noch essen oder noch fahren, aber es ist alles so teuer, dann macht es irgendwie nur noch halb so viel Spaß. Aber wir hatten trotzdem einen netten Abend. Wir haben dann auch sind da ein bisschen bei dem Stand rumgestanden von den Schaustellern, die mein Mann kennt, haben da ein bisschen Zeit verbracht und ja, sind dann abends auch wieder nach Hause gefahren. Und ja, das, wie gesagt, war es eigentlich jetzt so der gestrige Abend. Ja, heute, wie gesagt, Montag. Ich muss diese Woche zum Glück nur 2 Tage arbeiten im Kindergarten, weil ich letzte Woche für eine kranke Kollegin eingesprungen bin und ich den Tag jetzt diese Woche frei bekomme. Da werde ich jetzt die Zeit nutzen zum, ja, fürs Studium ist ganz praktisch, jetzt 3 volle Tage. Ja, an der Stelle würde ich dann den Vlog auch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!